und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Okay, herzlich willkommen zurück zur Let's Play The Witcher. Mein Name ist Glabur. Ich habe das jetzt gerade mal einblenden lassen. Das ist immer so ein kleiner Trailer. Wenn man das Spiel neu startet zum Beispiel, dann kommt dieser Trailer. Wenn ihr das sehen möchtet, mal zwischendurch, ist es ja immer ganz relevant, wie viel Sessions ich aufnehme, dann könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und wenn ihr mir schon einen Daumen nach unten gebt, würde ich sehr begründen oder sehr freuen mich darüber, wenn ihr mir dann auch noch einen Kommentar dazu schreiben würdet, warum ihr mir einen Daumen in der Folge nach unten gegeben habt. Ob das jetzt an dem Intro liegt, was ich davor gemacht habe oder an andere Sachen. Also es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich darüber etwas Feedback bekommen würde. Ja, weil nur einen Daumen nach unten geben, das kann ja jeder. Aber dazu dann auch noch sich vernünftig äußern, ist dann ja auch schön. Ja, und das kann ich dann halt auch abstellen. Das ist ja dann auch besser, wenn ich dann das absetze oder abstelle für euch und nicht einfach nur einen Daumen nach unten geben. Das ist ja blöd. Ja. So, wir klauen hier mal alles. Was gibt's hier noch? Ja, haben wir das noch nicht leer gelootet? Ja, anscheinend nicht. Alles irgendwelche Bücher. Licht aus. Ich glaube, wir haben alles, ne? Dürfen wir da lang gehen? Abgeschlossen. Okay. Sieh die da weiß. Okay. Naja, los. Okay. Weiter geht's. Nimm die Ausrüstung von dem Jammer, dass ich keine Zeit habe. Ne, wir sollten doch auch mit dem Botschafter reden, hat sie doch auch gesagt. Machen wir mal. Botschafter war Atre? Yennefer empfahl mir, dich nach dem Stand der Dinge zu befragen. Nach dem Krieg und so weiter. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Ich bin kein Diener des Kaisers. Also wirklich. Wie läuft der Krieg? Wie ist die Lage in Was gibt es Neues in Novigrad? Wie steht es auf Skellig? Unterhalten wir uns einfach erstmal mit ihm über den Krieg. Der Krieg. Ich meine, abgesehen davon, dass der Nilfgaardische Triumph unmittelbar bevorsteht. Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist, ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite, auch die in Ironie verkleidete. Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam. Edirn war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Ponta vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Kettwen und Radowitz Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte. Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir warteten siegesgewiss auf den Frühling. Radowitz sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung, gewiss. Radowitz schickte weder Gesandte, noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrelgebirge und griff Kettwen an, seinen Verbündeten. Der Angriff überraschte die Kettwener. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radowitz an. So stand uns im Frühling statt zwei schwachen Gegnern ein starker gegenüber. Höre ich da ein Bewunderung? Höre ich da einen Anflug von Bewunderung? Radowitz ist unser Feind, aber ich kann nicht abstreiten, dass er gerissen ist. Er hat uns gelingt und nicht zu knapp. Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend.
Beide Seiten erlitten riesige Verluste. Unvergleichliche Verluste. Radovid zog sich über den Ponta zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser Emhyrvar Emrys ein für alle Mal mit ihm aufräumen. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen. Von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. Aber darf man jemanden bewundern, wenn man zu diesem Kaiser oder König in dem Sinne steht? Ich glaube, das ist zu der Zeit gar nicht gestattet, ne? Könnte sein, dass er dafür geköpft wird oder so. Gut, er ist gerissen, er hat die ja in dem Sinne ausgetrickst. Aber bewundern darf man sowas ja trotzdem nicht. Informieren wir uns mal über Novigrad. Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovid ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Wysima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Okay. Also, wenn sie beide Schiffe und Geld brauchen, werden sie sich beide um diese Stadt schlagen. Okay. Aber dann wird es ja davor der Gefechte ausgetragen, weil es bringt ja keinen was. Oder besser verhandeln. Ah, bin ich mal gespannt. Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Mhm. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Mit dem werden wir uns anlegen. Wie steht es? Ist klar, was jetzt gibt es Neues auf Skellige? Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander. Plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Okay, danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Ja, danke schön, dass du mir die Sonne bescheiden willst.
Ja, ist schon sehr, merkwürdig, nicht sehr, sehr faszinierend, manche Sachen, die hier geschehen. Wie kann ich dem Herrn dienen? Meine Sachen. Gib mir meine Sachen. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Okay, wir gehen aber erstmal ins Inventar und möchten uns ja gerne umziehen wieder, ja? Was ist das denn? Ach, das ist die Greifentrophäe, alles klar. Jawoll! So muss das sein hier. So, jetzt müssen wir unsere Waffen auch wieder anziehen. Reparieren müssen wir die auch mal irgendwann, ne? So, wir müssen einmal suchen. Silberschwert 85 bis 105. Silberschwert 85 bis 105. Stahlschwert, Stahlschwert, Silberschwert. Also, das ist besser. Und Stahlschwert. 22, 30. Was? Alles klar. Wir haben den Jara überquert und wir werden auch den Ponter überqueren. Okay, wir haben aber hier noch eine Quest. Die werden wir uns natürlich dann auch mal annehmen. Ja, ich will ja, wie gesagt, so viel wie möglich hier auch machen. Hm? Gewinnt Spiel gegen mich. Oh ne, bis dann. Kartenspiel. Bis dann. Nicht. Das kann doch nicht sein, dass das eine Quest jetzt ist, oder doch? Nehmen wir jetzt mal an. Wenn du wetten willst, bla 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 bla. Okay. Machen wir mal einen. Ich will Karten spielen. Okay, machen wir das. Och nee, nicht das. Ich hätte gedacht, wir sind mal. Ja, ja. Anführer. Ja, wir haben ja keinen anderen. Alles klar, das brauchen wir uns jetzt nicht nochmal durchlesen. Alles klar. Dein Gegner ist am Zug, alles klar. Das wissen wir. Dankeschön. Ich will mir das doch jetzt nicht nochmal alles durchlesen. Dein Gegner ist am Zug. Ja, dann fahr mal. Mach Gas jetzt hier. Diese Schlafmütze. Wir kontern gleich mit 5. Okay, er bufft die. Ja, aber welche Reihe war das jetzt nochmal? Scheiße, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Nahkampfkarte. So, mein Freund, und jetzt? Oh, jetzt haut er eine fette Belagerung raus. Mhm, mhm, mhm. Der Gegner passt. Okay, wir brauchen Minimum 3 Punkte.
um ihn auszustechen. Also nehmen wir die. Was? Du kleines Arschloch. Okay, wir passen auch. Der Gegner hat die Runde gewonnen. Ja, das ist schon alles okay. Rundenbeginn. Dein Gegner ist am Zug. Ja, dann fang an. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich brauche unbedingt mal bessere Karten. Aber dann sieht man mal, dass das Spiel gar nicht so einfach ist. Ob einer gewissen Zeit dein Gegner passt. Du bist am Zug, alles klar. Ja, wir können jetzt eigentlich passen, weil die Runde ist verloren. Macht ja nichts, wir wollen ja auch weitermachen. Niederlage, alles klar. B schließen. Alles klar. Ich würde sagen, wir machen weiter. So. Ja, du mich auch. Gibt's hier noch irgendwas? Gucken wir uns hier mal um. Was machen die da? Hier macht alles kaputt. Was um alles in der Welt machst du hier? Ich hau dir gleich was aufs Maul, dann weißt du, was ich hier mache. Schnell Reise. Okay. Wir sollen nach Niemandsland anscheinend. Oder nach Novigrad oder nach Weißgarten. Aber wo ist unsere Quest? Reise nach Winnen. Achso, alles klar. Steht doch da auch. Für Blödmänner. Rauszoomen war der Ding. Also da müssen wir hin. Okay, da hätten wir nächste Geralt Aufgaben. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Also auch wenn wir reisen, kommen die kleinen Zwischengeschichten, also brauche ich die am Anfang nicht einblenden, mancher Folgen dann. Manchmal lädt er echt langsam lange und manchmal geht es mega geil schnell, ja. Ich schätze mal, wenn man eine neue Stadt betritt. Oh. Willen, nördliches 5 Tage später. Sind wir jetzt 5 Tage gereist? Okay. Ach du Scheiße. Schon sehr hart, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, schneller. Auf sowas hätte ich ja absolut keinen Bock, ne? Also absolut wirklich nicht. Und da sind Wölfe. Ja, immer ein bisschen wieder Ruhe ins Pferd bringen. Da müssen wir die Pferde. Ich kann das auf dem Pferd kriegen, aber nicht so richtig hin. Verdammt! Schluss hier. Mann! Also habe ich mich jetzt aber gerade ein bisschen blöd angestellt. Sorry.
Aber ich wollte Fleisch sammeln. Wir brauchen ja auch immer ein bisschen was zu essen. Und steck mal. Oh ne, das Schwert wegstecken bitte. Wo ist er denn? Ah, da. Alles klar. Nun wollen wir mal wieder aufsatteln. Hey! Klötze! Du sollst mich doch mitnehmen, mein Freund. Alles klar, weiter geht's. Klötzchen, Klötzchen, schalalalala. Heute reisen wir mit Klötzchen rum. Heute reisen wir mit Klötzchen rum. Brrr, Klötzchen. Oh, will ich nicht. Entschuldigung. Ach, hör auf, Mann. Du alte Mimuse. Benutzen. Was haben wir denn hier alles? Flussführer gesucht, Warnung, eine Bitte. Ach, hier gibt's ja nichts. Haben wir irgendwas Neues? Was für ein Guss? Ist da mit Sicherheit der Regen gemeint, ne? Quest. Quest schwierig. Eine eigenen Quest sind möglicherweise noch zu schwierig. Neben jeder Questname findest du eine Stufenempfehlung. Wenn Geralt diese Stufe erreicht hat, ist er bereit für diese Quest. Ja, das ist uns schon klar. Dankeschön. Wir haben hier einmal, finde heraus, ob Chris sich in vielen befindet, bla bla bla, Novigrad befindet und in Skeleton befindet, okay. Das ist eine Quest, die wir nebenbei machen. Nilfgrad Verbindung, Reise nach bla bla, das haben wir gemacht, gehe zur Taverne, okay. Nebenquest haben wir hier Wildherz, sprech mit Jäger, okay, aber wir müssen erstmal wahrscheinlich zur Taverne. Um hier gewisse Sachen noch zu machen. Gut, dann werden wir das mal machen. Ab zur Taverne. Erstmal würde ich sagen. Und guck mal, was da denn auch wieder abgeht. Wir müssen erstmal hier das Schild vielleicht aufdecken. So. Ich weiß nicht, muss man das anklicken oder geht das wohl von so? Müssen wir mal abwarten. Erstmal gehen wir jetzt hier zur Taverne. Würde ich sagen. Ich glaube, dass wir damit gar nicht so schlecht fahren, wenn wir erstmal da hingehen. Alle dürfen aus dem Brunnen der Gnade des ewigen Feuers schöpfen. Tritt näher, Hexer. Oh, hast du gesehen, wie das angeht? Was willst du? Juble! Denn selbst eine niedere, verderbte Kreatur wie du kann dem Ruhm des ewigen Feuers dienen. Jemand muss sich um die Leichen auf dem Schlachtfeld kümmern. Die Nekrophagen verschlingen alles, was nicht schon in Massengräbern vor sich hinrottet. Das ist nicht richtig. Soll das meine gute Tat des Tages werden? Ach, sie wird auch sehr profitabel sein. Ich weiß, dass deinesgleichen nicht kostenlos arbeitet. Gut, ich kümmere mich darum. Das wird zu deinen guten Taten zählen. Je mehr Gutes man im Leben wirkt, desto heiliger wird alles. Ja, wunderbar. Hier sind die heiligen Öle. Reichlich drüber gießen, dann anzünden. Klar? Es soll bis in den Himmel auflodern. Zu Ehren des ewigen Feuers und so. Wo finde ich dich, wenn ich die Leichen verbrannt habe? Bei der Brücke nach Novigrad. Alles klar, wir gehen aber weiter zur Taverne. So haben wir die Quest wenigstens schon mal angenommen. Los, lauf! Und wir gehen weiter. Weil warum sollen wir die Quest, die hier alle am Rande stehen, nicht gleich mitnehmen? Das wäre ja auch Bullshit. Die Wölfe machen wir jetzt aber erstmal nicht. Komm, Klötzchen, mach mal ein bisschen Gas hier. Es regnet, ja. Wetter ist doch ekelig. Oh, da war auch noch eine Quest. Boah, Leute, ey, ich komme ja gar... Na, komm. Wir machen jetzt erstmal ab zur Taverne. Ich möchte jetzt erstmal wissen, was jetzt hier Sache ist. Da war auch noch Hilfe. Da muss ich ja nur nachher... Oh,
zurückreiten, dann werde ich die schon finden. Aber ich möchte jetzt wissen, was bei der Taverne jetzt Sache ist. Weil ein Fremder, dort drüben habe ich ihn gesehen. Fremde kommen! Flieht so schnell ihr könnt! Was? Ich gebe sie nicht auf, nie im Leben! Ihr Gequieke, halt! Und dann töten sie uns alle! Dann töte ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem Holzfußboden. Diese Bastarde werden sie nicht kriegen. Okay, reden wir mal mit ihm. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Oh. Das ist ein Schnäppchen diesmal. Es riecht verschwinden. Zur Hintertür raus. Bin noch nicht mit meinem Getränk fertig. Ich habe noch nicht ausgetrunken. Wirt, Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Hau ab, oder? Jemand, der bei seinem Schnaps nicht gestört werden will. Sieh einer an. Wir haben einen richtigen Kavalier unter uns. Willst eine Stiefelpolitur, Herr? Nein, danke. Der Dreck ist zu schade für deine Hände. Bolo, hast du das gehört? Verschwindet oder ich töte euch. Verdammt, das reicht. Reihe bilden! Weiter, weiter! Oh, scheißen Dreck. Letztes Spielstand laden. War natürlich nicht vollgefressen. Aber das soll jetzt keine Ausrede sein. Aber leck mich fett, Alter. Ich wollte den doch nur welche aufs Maul hauen. Jetzt rechts wir aber. Alle zusammen, jetzt! Weiter, weiter! Mach doch den scheiß Hexer-Ding! Hallo, ich möchte mich bewegen können. Tot. Ich komme hier gar nicht raus, ich kann mich gar nicht richtig bewegen. Warte mal, jetzt ganz ruhig bleiben. Jetzt! Alle zusammen! Jetzt! Oh, wir kommen nicht raus. Nein, wir brauchen das Stahlschwert. Oh! Gib den Teufel, könntest du das Schwert behalten, Geralt? Und vielleicht mal was essen? Zurück! Reihe bilden! Verdammt! Tötet ihn! Er macht die scheiß Attacke. Ich krieg die Kacke hier gleich wie Pimpanellen. Ich sollte anvisieren. Ich hätte gedacht, bei drei Gegnern sollte ich vielleicht nicht anvisieren. Aber ich sollte vielleicht anvisieren. Weil ich nicht verstehe, dass er den Hexersinn nicht benutzt. Ich drücke und nichts passiert. Warum? Du wirst sterben, Abschaum. Hinter ihn! Das klappt doch nie. Stopp.
Mach doch den Hexer. Ich drücke, Leute. Und er macht ihn nicht. Warum nicht? Boah, ey, gleich kriege ich aber hier die Pimpernellen. Warum bin ich gerade zu blöd, die zu töten? Da kriege ich gerade wirklich die Pimpernellen. Gebt den Teufeln was zum Ficken! Alle zusammen, Loh, jetzt! Das klappt doch nie! Ah. Hallo! Das... keine Ahnung. Das ist schwer. Also das muss ich gerade ganz ehrlich sagen. Das ist richtig schwer. Jetzt muss ich gerade wirklich ein bisschen überlegen, wie ich da vorgehe. Tötet ihn! Mach sie kalt! Hinter ihn! Das klappt doch nie! Alter, mach doch das. Jetzt mach das Schutzschild an. Ich habe aber schon 3 oder 4 Mal vorher gedrückt. Also, Geralt, komm. Wie soll ich hier rauskommen? Es ist logisch, dass ich das Schutzschild benutzen muss. Oder die Druckwelle, um die Leute loszuwerden. So. Gebt den Teufeln was zum Ficken! Alle zusammen! Jetzt! Das klappt doch nie! Geh doch mal zurück! Jetzt! Alter, Leute. Alter Schwede, ist das schwer, ey. Oh, leck mich am Arsch, ey. Weißt du nicht, was geschieht, wenn der Baron von diesem Massaker erfährt? Das Dorf... Er wird es niederreißen, bevor jemand sagen kann, dass es ein reisender Mutant war. Er hat eine eiserne Faust. Wo ist Hendrik? Bist du taub? Verstehst du nicht? Der Baron wird das nicht durchgehen lassen. Beruhige dich. Euer Baron ist kein Trottel. Er wird wohl kaum glauben, ihr Einwohner hätte seine Männer mit Feldwerkzeug niedergemacht. Wo ist denn nun Hendrik? Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Was weißt du über Hendrix? Okay. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So, als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Nimm den Hinterausgang.
Es sind noch mehr Männer des Barons im Dorf. Kein Grund, sich um mich zu sorgen. Besser, du machst keinen Ärger mehr. Ist besser für dich und für mich. Sorry, wenn ich ein bisschen gemault habe, aber ich war etwas überrascht mit dieser ganzen Situation. Was ich komisch finde, ich kann dieses Schutzschild öfters benutzen als zum Beispiel dieses Feuer. Weil ich habe am Anfang gedacht, okay, machst du Feuer auf einen und dann immer... Oh. Du wirst es nie lernen. Mach das Schutzschild an! Mann! So, jetzt müssen wir aber erstmal raus hier. Oh, jetzt kommt immer mehr, oder was? Ich würde gerne mal mich hier hinstellen und 5 Minuten, ein paar Sekunden Ruhe haben. Machen wir einfach so. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass das einfacher dann gehen würde, wenn ich mit Feuer die einen verbrenne, das, weil der sich dann nicht wehren kann. Aber anscheinend ist es wirklich am schlauesten, mehr mit diesem Schutzschild zu arbeiten. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall erstmal hier einen Apfelsaft reinziehen. Um dass wir hier ein bisschen mehr Leben recken. Ja, ich sage erstmal vielen Dank fürs Einschalten und sorry fürs ein bisschen Meckern. Das ist eigentlich kein Meckern. Ja, das ist. Das Spiel hat ja damit nichts zu tun. Mit dem werde ich gleich auf jeden Fall auch nochmal reden, weil der sitzt hier einfach rum und ist geschillt, der gute Mann, ne? Ist einfach geschillt. Wir müssen auf jeden Fall noch die Axt reparieren und hier die ganzen Pisser wollen uns wahrscheinlich ans Leder in der nächsten Folge. Ich muss jetzt aber ausmachen, sonst kriegt ihr heute die Folge nicht. Ich sage wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei The Witcher 3. Mein Name ist Gabur. Bis morgen. Tschüss.